Okay, meine Lieben, ich habe jetzt noch ein Päckchen für euch zum Auspacken. Das hat mich von der lieben Vanessa erreicht. Und zwar hat sie mir ein Weihnachtsüberraschungspaketchen geschickt. Und sie hatte schon so die Befürchtung, dass, wenn ich das auspacke, ihr irgendwie was antun könnte. Das heißt, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Das Päckchen ist auch noch zu komplett, wie ihr sehen könnt. Ist also nichts geöffnet. Das heißt, ich mache es jetzt mit euch gemeinsam auf und dann schauen wir mal, ob die liebe Vanessa im neuen Jahr ohne Kopf rumrennt. So, jetzt kann ich euch wieder gucken lassen, weil die Adressen nämlich weg sind. Und das Päckchen auf. So, hier liegt eine Karte, denke ich mal. Die werde ich jetzt öffnen. Ui, das stelle ich mal beiseite. Ach, das Paket riecht gerade so gut. Okay, oh, schaut mal. Ist das nicht eine schöne Karte? Ja, auch so, sowas freut mich. Gut, dann fangen wir mal an. Oh, die Schrift. Herrlich, ne? Okay, hier unten steht PS-Brief, darfst du vorlesen. Danke. Liebe Katrin, ich habe mir gedacht, ich mache dir zum Jahresende nochmal eine Freude. Ich hoffe, das, was ich dir da zusammengestellt habe, gefällt dir und du hast Freude damit. Aber nicht lange drum herum geredet. Ich wünsche dir und deiner Familie einen guten Rutsch ins 2017 und bleib gesund. Liebe Grüße, Vanessa von Fantastic Nail Art. Ja, liebe Vanessa, das Ganze geht natürlich an dich zurück. Ich wünsche dir ebenfalls mit deinem Liebsten und deiner Familie einen guten Rutsch. Gesundheit sowieso, das braucht man immer. Weiterhin viel Erfolg und ich bin wirklich froh, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir uns auch so gut verstehen. Okay, jetzt hole ich das Päckchen wieder. Nehmt euch ein Stückchen raus, damit ihr das auch seht. So, eingepackt hat sie es schön. Obwohl Vanessa eigentlich nicht für Verpackungen geeignet ist. So, was haben wir hier? Haribo Goldbeeren. Ja, die gehen immer natürlich. Nervennahrung so, muss sein. So, was grinst denn hier? Oh, guckt. Als erstes grinst schon mal eine Nailartfolie. Da habe ich dann viel, viel zu tun. Die ist mit Animal Print, sag ich mal, und Regenbogenglitzer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sowas, ja, wie gesagt, kann man immer haben. Und da das jetzt alles so schön verpackt ist, stelle ich das auf Seite und hole es einzeln mit dazu. Wir fangen auch gleich beim obersten an. Länglich, blaues Papier geht immer. Und ich mache auch kein Rätselraten. Bin ich sowieso nicht gut drin. Von daher, auf dem Weg ein Verpackungsmonster, ne? Ja, ja. Immer Retourkutschen, ne? Jetzt hänge ich hier mit meinem Nadelpiercing. Whee! Oh! Okay, schon das erste, ein 8er Kolinsky, Synthetik Kolinsky, meine Güte, Sprachfehler heute, Full-Cover-Pinsel. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Liebe Vanessa, schon das, ich habe nur 6er, von daher ist das mit einem 8er zu arbeiten, ja, sehr interessant. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe hier, schaut, habt ihr mal den Vergleich, den Unterschied zwischen 6er und 8er. Der ist schon riesig, würde ich sagen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie ich damit arbeiten kann.
Vorsichtig rein, damit auch ja kein Härchen gekrümmt wird. Und eine Bürste. Kommt gerade richtig. Ja, weiter geht's. Nehme ich mal das hier. Das andere lege ich beiseite. Moment, ich schiebe euch ein bisschen so. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Ja, passt. Aha. Nein, ich rate nicht. Ich rupf auf. Ah. Und, ui, was ziehe ich denn? Was ziehe ich denn hier alles raus? Moment, das klemmt fest. Ui, Papier runter. So, das ist ja mal eine ganze Menge. Ich muss euch wieder ein Stückchen rausziehen, jawohl. Was fällt, oh, oh. Von Julifin ein Hologramm Farbgel in Pink. Tipps, wo sind die Tipps? Mache ich nachher. Natürlich ideal. Das gucke ich mir auch gleich an. Oh, schaut diese Farbe, die ist ja mega. Mega. Also da freue ich mich schon sehr drauf, das dann gleich mal aufzutragen. Liebe Vanessa, ich glaube, ich weiß, warum ich dir angedroht habe, den Kopf runterzunehmen, ne? Weil ich weiß, was die kosten. Okay. Dann machen wir aber weiter mit, oh, von Unique Mode Professional Tips. Die lasse ich aber jetzt mal so in der Verpackung drin. Da kann man wieder schöne Designs drauf machen. Recht herzlichen Dank dafür. Dann haben wir hier, ja, diese, naja, Nail Art Tattoos, sag ich jetzt mal, das sind, ja, um auf den ganzen Finger zu machen oder eben nur Ausschnitte davon. Sehr schön, rot, lila, eine Blümchen, passt natürlich perfekt mit dem hier zusammen, ne? Und wenn man dann, man ist ja nicht doof, ne, von diesen schnieken, runden Nieten in Gold, die die Vanessa mir da noch mit reingepackt hat, noch was dazu macht, zum Beispiel hier in die Mitte, dann sieht es noch edler aus, wie es so schon ist. Solche habe ich überhaupt noch nicht. Und die glänzen auch so wunderschön. Vielen, vielen Dank. Das packe ich aber gleich wieder ein. Ach, ihr müsstet jetzt mal bei mir zu Hause sein. Es riecht gerade so vorzüglich nach Essen. Mein Mann kocht nämlich gerade. Ja, ich habe ihn dazu verdonnert, heute ist er mal dran. Ja. Der schweigt schon wieder stille. So, Nail Art Rohlinge. Acrylrohlinge. Das A für Ketten oder auch Ohrringe zum Beispiel. Kreise, jawohl, in doppelter Ausführung. Sehr schön, sehr schön. Eine Blume. Kann man wieder basteln. Zwei, ja, Plektrum ähnlich. Ist jetzt gar nicht so, entschuldigt. Ebenfalls wieder in doppelter Ausführung. Und zweimal das Buchstäblein K wie Katrin. Das ist natürlich ganz toll, Vanessa. Lieben Dank dafür. Auch damit lässt sich viel anfangen. Freut mich sehr. Habe ich auch schon ein, zwei Ideen. Machen wir aber trotzdem mal weiter. Ich bin natürlich immer noch geflasht von dem Pink hier. Weiß gar nicht, wo ich... Ja, ich fange da mal an. Okay, das schaut so aus. Entschuldigung, ich habe immer noch kein... Mit meinem Stativ... Bisschen Theater.
Und jetzt reißen wir auf. Weil Neugier ist immer alle, gibt's. Ja! Buffer. Oh, das Pink ist ja mega. Und Glitzerbuffer. Mega. Es sind ja immer, werden ja immer benötigt. Und dann solche krassen Farben noch dazu. Freut mich sehr. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Da weiß ich, was es ist, weil das kann ich erfühlen. Das sind Pfeilen. Ich habe jetzt erst wieder in der Gruppe gelesen. Entschuldigt bitte, aber ich bin auch kein Schreibgenie. Aber der Unterschied zwischen Pfeile und Pfeile, wenn man das schreibt, das muss einem einfach auffallen. Also, ne? Pfeile und Pfeile, das sind nun mal zwei verschiedene Sachen. Was hat sie mir denn hier eingepackt? Ah. Aha. Eine Motivpfeile. Und ich denke mal 180 Grit werden das sein. Ja, fasst sich so an. Und dann hier, guck, auch ultra dünn. Schaut mal, wie dünn die sind. Zebrapfeilen, also. Solche dünnen Pfeilen hatte ich noch nicht. Ein dickes, fettes Dankeschön dafür, dass ich die mal probieren darf. Und natürlich wieder, ne? Weniger ist manchmal mehr, aber Vanessa sagt, nee, mehr. Immer mehr, immer mehr. Das ist halt typisch Vanessa, ne? Vielen, vielen Dank. Er hängt schon halb, der Kopf. Merkst du schon? Das Schwert, was über dir schwebt. Weil es ist ja nicht so, dass wir schon fertig sind, ne? Das nächste. Vanessa, Vanessa, Vanessa. So, mein Hund hört es rascheln. Schon ist neben mir. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Glitzer. Glitzer ist in der Haus. Sorry. Das will ich natürlich gleich aufmachen. Hopf, hopf, hopf. So, und was für schöne Farben. Na. Meins. Hier ein wunderschönes, ich nehme euch ein Stückchen dazu. Ein wunderschönes Gold. Dann ein Braun. Ja, ein herrliches Braun. Ja. Dann ein sehr interessantes Grün. Das sind so feine Glitzer. So mega feines Glitzerpuder ist das. Und das changiert auch noch. Also hier ist verschiedene Grüntöne. Goldtönchen sind da mit drin. Also sehr klasse. Das Türkis ist natürlich, ja, ihr wisst, ich stehe eh auf solche Töne, also, ne? Weil man kämpft gerade mit irgendwelchen Deckeln in der Küche, also wundert euch mal nicht. Ja, ich glitzer schon. Naja, macht nichts. Heute ist Silvester, da darf geglitzert werden. Also, sehr geile Farbe. Und dann haben wir hier nochmal ein, ja, rot-braun-bronze würde ich das mal betiteln. Weil das ist, ja, doch, das ist braun und das ist rot-braun-bronze. Oder Kupfer. Kupfer trifft es noch eher. Habe ich noch gar nicht. Und rote Glitzerfäden. Na. Wenn sich da mal nicht was anstellen lässt damit, ne? So. Also, perfekt. Und müssen, nein, ach, denkt ja nicht, wir sind schon fertig. Da haben wir nämlich dann hier. Das nächste.
Nö, es fühlt sich an wie ein Stift. Wie so ein, na, so ein Lipgloss. Die Form hat es von so einem Lipgloss. Ah, oi! Von Julie Fien ein Nail Art Pen Gold Glitter. Ist ja mal. Solche habe ich noch überhaupt nicht. Das sind praktisch. Ah ja. Okay, mit so einer Spitze. Ihr seht's, ne? So, jetzt frieren wir mal das Ding wieder dann ein. Na super. Da hast du aber klasse gemacht, Katrin. Es ist gleich drin. Ach du Grüne, ich brauche keine Brille, nee. Aber das kriege ich bei Weitem nicht raus. Ich führe gerade Selbstgespräche. Die führe ich sowieso, wenn ich in die Kamera rede. Von daher ist das ganz egal. Vielen Dank, liebe Vanessa. Damit kann man sicherlich schöne filigrane Linien und Effekte zeichnen. So. Das hier. Die liebe Vanessa hatte mir mal ein Bild geschickt, dass irgendwelche bestellten Sachen angekommen sind. Hat es natürlich nicht verraten, sondern spannender gemacht, wie sie es sonst so immer macht. Aber ich ahne etwas. Und wenn das wirklich da drin ist, was da drin ist, liebe Vanessa, dann Gnade dir Gott. Dann ist der Kopf runter, das schwöre ich dir. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich zu dir komme, aber ich pack das irgendwie. Ja, es ist das drin, was ich gesagt habe. Oh mein Gott. Oh nein. Zwei, drei, ach du heilige Scheiße. Entschuldigt bitte, aber schaut mal, was die verrückte Irre da und Schmetterlinge und oh ja, sie weiß ja, dass ich Schmetterlinge liebe und hat diese mega tolle Schmetterlingsschablone geschickt. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Das macht mich gerade unheimlich glücklich. Ich liebe echt Schmetterlinge in jeglicher Art und Form. Ich habe zwar keine in der Wohnung, Gott sei Dank. Nein, aber ich schaue sie mir gerne an und in der Natur vor allen Dingen. Und dann so eine Schablone, die flasht natürlich. Kopf ab. So. Fühle dich erstmal ganz doll gedrückt. Ja. Moment. Ah. Puh. Dann hier eine zweite Schablone. So, was haben wir denn hier drauf? Musiksymbole. Köpfe, Hüte aus den 80ern. Also, Quatsch. 80er, wie komme ich denn jetzt da raus? Darauf. Da haben wir lacht nur Pläne, ne? Hoffentlich verschluckst du dich. Sorry. Nicht aus den 80ern. Quatsch, das ist Charleston-Zeit. Jawohl. I love 20s. Ja. Ich finde es ja immer cool, wenn so alte Filme kommen, wie die da ihren Tanz machen und die Beine so wegschmeißen. Oh. Sehr schöne Motive. Aber es hätte es wirklich nicht gebraucht, liebe Vanessa, ne? Das weißt du. Ich muss dann dringendst mit dir reden. Und eine Unterwasserwelt-Schablone habe ich absolut noch null. Wartet mal kurz, ich muss die Musik ausmachen. Entschuldigt bitte, ich muss jetzt erstmal schnell die Musik ausschalten. Sonst gibt es da wieder Ärger mit Rechten etc. pp. Also nicht mit den Rechten, sondern mit diesen Rechten. Zwecks GEMA und Lizenz und bla bla bla. Deshalb habe ich die jetzt mal ausgemacht. Ja, wo waren wir stehen geblieben, Vanessa? Die Schablonen, die sind auch scharfkantig, ne? Das weißt du schon. Also die eignen sich auch, um Ritsche-Ratsche zu machen, gell? Du bist doch wahnsinnig. Sowas kannst du doch nicht machen. Solche tollen Sachen und dann auch noch so viel. Und ja,
Mein Mann sucht gerade einen Topf, soweit ich das in Erinnerung habe. Moment. Hier ist was los. Männer, und wenn sie kochen in der Küche, furchtbar. Vor allen Dingen suchen die immer dann die Töpfe, wo sie wissen, wo sie sind. Ne? Und wenn sie im Schrank nicht sind, sind sie in der Geschirrspüle. So, also nein. Sorry, ich schweife gerade etwas vom Thema. Kommt dann auch die GEMA, wenn ich jetzt Musik mache? Ja, ich schweife gerade etwas vom Thema ab. Liebe Vanessa, ich versuch's jetzt nochmal. Du hast es wahnsinnig, wahnsinnig übertrieben schon. Das ist schon mehr wie genug. Und ich bin noch nicht am Ende. Also dieser Kopf ist definitiv meine. Ja, habe ich, wie gesagt, so noch überhaupt nicht. Und bin natürlich begeistert. Das ist perfekt für den Sommer, oder sollte ich mich doch mal dazu entscheiden, in Aquariumnagel zu versuchen, weil das reizt mich schon sehr.